Die Digitalisierung hat unser Leben verändert und in vielen Fällen vereinfacht. Wir machen X, Y und Z, oft auch parallel oder bekommen es sogar abgenommen. Künstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle. Aber nicht nur die Zukunft wird digitaler, auch Barrieren. Was für die meisten von uns selbstverständlich erscheint, ist für viele nur mit Einschränkungen oder, noch viel schlimmer, gar nicht nutzbar. Das betrifft Gegenstände, Anwendungen und Zugänge und führt zu Ausgrenzung bis hin zu Diskriminierung von bestimmten Personengruppen. Doch wie lässt sich das vermeiden? Wie sollten Produkte idealerweise gedacht und konzipiert werden? Und was ist eigentlich mit der Gesetzeslage? Das ist heute unser Thema bei der Mission, die Welt zu retten. Zumindest ein bisschen. Blonder Mann, blaues Hemd. Weltkugel auf Papier. Zero Waste. Blumen. Hate Speech. Ein Stoppschild. Kraftwerk. Klimawandel. Berglandschaft, Fahrrad. Hashtag Toleranz. Heute retten wir die Welt. Ein bisschen. Luftaufnahme Berlin. Gleise mit fahrenden Zügen. Umschnitt. Hallo. Sarah zu Besuch in Tims Wohnung. Danke für die Einladung auch einmal. Schön, dass du endlich mal da bist. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wie geht's? Gut, gut. Ja? Schön, schön. Ja, vielen Dank. Aber letzter Stock, Tim? Ohne Fahrstuhl? Ja. Ist das barrierefrei? Bist du jung oder bist du jung? Komm, ruh dich aus. Mitteljung. Ja, erstmal hinsetzen, Mitteljung. Runterkommen. Ja, du hast recht. Also die Wohnung punktet natürlich mit Design, aber nicht wirklich mit Design for All. Das stimmt. Für wen? Design for All. Für alle. Also wie können Dinge, Prozesse, Strukturen so designt werden, dass sie möglichst alle von uns barrierefrei oder zumindest barrierearm nutzen können? Tim Niedernolte, Journalist, 44 Jahre, ich blond. Ich würde mit Wasser starten, wenn es okay ist. Wasser? Ja. Aber weil es nun mal heute darum geht, Design for All, ich habe die extra kalt gestellt. Diese Weinflasche hier, ja, die kann man auch als blinder Mensch lesen, weil da ist die sogenannte Brailleschrift drauf. Für später vielleicht. Aber es betrifft ja nicht nur Menschen mit Behinderung. Und glaub mir, ich kann davon ein Lied singen oder sogar spielen. Ich bin Beethoven. Nicht wirklich. Echt? Doch. Bereit? Ich bin sehr bereit. Sarah Mangione, Journalistin, 33 Jahre, blond, weißes Kleid, am E-Piano. Sehr netter Versuch. Piano spielt das Lied selbstständig. aber nice try. Aus mir wäre eine Weltklasse-Pianistin geworden. Aber ich hatte nach jeder Klavierunterrichtsstunde immer Schmerzen. Und warum? Guck dir es an. Die Tastatur ist für große Hände gedacht, nicht so für kleine Hände. Und bedeutet eigentlich auch für Männer, oder? Ich merke schon, macht was mit dir das Thema. Aber komm mal runter, denn es gibt auch positive Beispiele. Und zwar? Zum Beispiel diese Salatschleuder hier, ja? Die kannst du auch mit einer Hand bedienen, wenn sich eines deiner Handgelenke mal wieder verabschiedet hat. Guck mal her. Einfach drücken und bremsen. Natürlich. Was ist das für eine fancy Salatschüssel, bitte? Design for All. Ja. Heute retten wir die Welt. Ein bisschen. Herzlich willkommen in Deutschland, dem Land der Regeln und Normen. Ja, das gilt selbst für Klaviertasten. 23,6 mm breit und 145 mm lang. Abweichungen von 4 mm sind erlaubt. Für die, die es genau wissen wollen, es ist die DIN-Norm 8996. Der kanadische Pianist Christopher Donisson sagte mal: Die Welt lässt sich grob teilen in Menschen mit großen und Menschen mit kleinen Händen. Bestimmten Personengruppen wird eine optimale Nutzung also erschwert. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, ist halt so bei Klavieren, aber das gilt auch für viele andere Beispiele. In der Idealvorstellung sollte aber alles für alle nutzbar sein, auch ein Klavier. Unsere vernetzte Welt, der technische Fortschritt, kann uns dabei helfen, birgt aber auch Gefahren, auf die wir noch eingehen. Keine zusätzlichen Hürden, keine Ausgrenzungen. Wir müssen Produkte, Dienstleistungen und auch Infrastrukturen für alle denken und entwickeln, damit niemand ausgeschlossen wird. Vielfalt ist gestaltbar. Das Geheimnis guten Designs, es grenzt niemanden aus, ohne aufzufallen. Wusstest du, Sarah, dass ungefähr 15% aller Menschen eine Behinderung haben? Und da sind kleinere Einschränkungen, wie zum Beispiel eine Fehlsichtigkeit oder so, noch gar nicht mit eingerechnet. Die übrigens meistens Männer haben, ne? Und ab 45 hat man generell eine Sehschwäche. Wie etwas nochmal? Ich glaube, es geht noch ganz gut ohne Brille. Was ich aber sagen will, dass Lösungen mit inklusivem Design auch für Menschen hilfreich sind, die zum Beispiel gerade temporär eingeschränkt sind. Stichwort Tinnitus oder ja, wenn sie auf einer Baustelle arbeiten zum Beispiel oder in einem lauten Sägewerk. Auch dafür ist das gut. Sarah setzt sich einen Hörschutz auf und mixt Früchte. Sag mal, irgendwie habe ich das Gefühl, du nimmst sie nicht ernst.
Was? Disst du mich gerade? Was? Disst du mich gerade? Nein, Tim. Du bist ein alter, weiser Mann. Ich würde dich niemals dissen. Come on. Ja, okay, vielleicht ein bisschen. Aber das ist wirklich noch harmlos. Ich kann dir mal einen richtigen Diss zeigen. Willst du sehen? Ja. Na los. Ich zeig ihn dir. Nahaufnahme Mixer. Okay, frag einfach. Irgendwas. Keine Ahnung. Hey Dot, wie wird das Wetter heute? Das Wetter wird sonnig und warm. Dot, nice. Digitaler Sprachassistent. Hey Dot, wie wird das Wetter in Berlin? Das habe ich leider nicht verstanden. Weißt du, was ich meine? Und das ist künstliche Intelligenz. Und mir geht es im Prinzip überhaupt nicht um das Wetter. Mir ist es egal, ob es jetzt regnet oder ob die Sonne scheint. Ich finde es einfach nur wichtig zu zeigen, dass da, wo Licht ist, auch noch jede Menge Schatten herrscht. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich total. Das ist mir auch erst durch die Beschäftigung mit dieser Sendung noch mal ganz neu bewusst geworden, dass unsere Welt auf Männerdaten beruht. Ja? Ja. Und dass die von Männerdaten ausgehen und dadurch einfach auch sehr, sehr männerlastig ist und solche Dinge und woanders auch noch passieren. Es gibt Menschen, die erinnern das. Und die treffe ich jetzt. Ich melde mich, okay? Ja. Danke für den Smoothie. Viel Erfolg. Sarah verlässt die Wohnung. Ja, und in der Tat gibt es wirklich noch jede Menge zu tun, um eine inklusive digitale Zukunft für alle zu schaffen. Aber es gibt natürlich auch schon jetzt jede Menge Erfolgsgeschichten in Bezug auf Design for All. Und genau die schauen wir uns jetzt einmal an. Dafür stellen wir uns erstmal die Frage, was ist eigentlich gutes Design? Gutes Design sind Produkte, ob digital oder physisch, die einfach zu verstehen und zu benutzen sind und ihren Zweck für den Nutzer erfüllen. Monika Dallariva, Deutsche Telekom. Der große Schritt war das iPhone. Zweifellos. Das iPhone hat vor allem halt dadurch, dass Apple den Mut gehabt hat, ein tastaturloses Phone auf den Markt zu bringen, wo man den ganzen Bildschirm nutzen kann. Das entgegen jeder Empfehlung irgendeines anderen Usability- oder technischen Spezialisten. Oliver Reifenstein, Information Architects. Präsentation iPhone durch Steve Jobs. Apple is going to reinvent the phone. Neue Maßstäbe gibt's auch beim Thema Barrierefreiheit. Geräte von zum Beispiel Apple sind mit Gesten steuerbar. Eine Lupe vergrößert Schrift und erkennt sogar Türen. Text to stage. Door 4 feet away. Gutes Design ist auch effizientes Design, wie ein anderer Tech-Riese bewiesen hat. Google war eine der ersten größeren Produkte, wo man sich gesagt hat, es kommt nicht darauf an, dass es möglichst viele Funktionen hat, sondern die Suche, die Hauptfunktion muss möglichst gut sein. Und das zeigen wir im User Interface dadurch, dass wir nur ein Suchfeld haben. Besonders Design for All stellt Designer und Entwickler vor neue Herausforderungen. Designer lieben diese Rolle. Es ist eine Möglichkeit, sich im Job weiterzuentwickeln und bessere Ergebnisse abzuliefern. Wir müssen die Möglichkeit nutzen, jeden auf der digitalen Reise mitzunehmen. Mit der Integration von KI eröffnen sich auch im Bereich Design for All neue Möglichkeiten. Wenn wir von Beginn an Standards bei der Entwicklung von Produkten mit künstlicher Intelligenz setzen, sind die Produkte hilfreich für alle Menschen. Sie machen einen effizienter, sie können einen schneller machen. Wie genau KI die Welt verändern wird, das wissen wir nicht. Dass es passieren wird, das ist sehr klar. Wir Menschen sitzen bei der Entwicklung von KI am Steuer. Und die Entwickler entscheiden, in welche Richtung wir zukünftig im Produktdesign gehen. Jeden mitnehmen auf der digitalen Reise klingt gut. Und ich mache mich jetzt auch auf den Weg, denn ich will mehr erfahren. Tim verlässt Wohnung, hält auf Treppe an. Diese Streifen hier helfen Menschen mit Sehbehinderung. Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag. Und ich habe einen Schutz vorm Ausrutschen. Doch am Ende, es bleibt eine Treppe, eine Hürde, eine Barriere. Und die existieren im realen Leben ebenso wie in der digitalen Welt. Mein nächster Gast, ja, der kann ein Lied davon singen, der weiß das ganz genau. Doch bevor ich den treffe, schauen wir noch mal ganz kurz in Sachen Barrierefreiheit. Wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Was ist vorgegeben und was wird umgesetzt? Integration und Inklusion. Das soll durch ein neues Gesetz gestärkt werden, was den äußerst sperrigen Namen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz trägt. Viel wichtiger ist aber, was steckt dahinter?
2021 wurde das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz im Bundestag verabschiedet. Das Ziel, Innovationen gleichberechtigt und diskriminierungsfrei zu gestalten. Das Gesetz führt konkret eben Produkte und Dienstleistungen auf, die, wenn sie nach dem 28. Juni 2025 auf den Markt kommen, genau diesen Standard haben müssen. Beispiele sind Computer und Laptops inklusive Betriebssystem oder Handys, smarte Fernsehgeräte mit Internetzugang, E-Book-Reader oder viele Ticketschalter wie Geld- oder Fahrausweisautomaten. Beispiele für Dienstleistungen sind Telekommunikationsdienste wie zum Beispiel Sprach- und Internettelefonie, Messenger-Dienste und auch der gesamte Onlinehandel. Ebenfalls im Juni 2025 tritt auf europäischer Ebene das European Accessibility Gesetz EAA ein. Die USA hat mit ihrem American Disability Gesetz ADA bereits ein sehr starkes Schwert, dessen Einfluss in einer vielfältigeren Produktentwicklung zu erkennen ist. Die Maßnahmen der Politik unterstreichen die Bedeutung des Themas und lässt uns in eine faire, einfache und inklusive Zukunft blicken. Die Gesetzeslage wird schärfer. Das ist gut. Andererseits bremsen zu viele Vorgaben kreative Prozesse oft aus. Umso wichtiger ist der Dialog. Kommunikative Brücken baut Matthias Knigge. Er vermittelt, berät und vernetzt, damit effektiver und inklusiver geplant, gebaut und gedacht wird. Matthias Knigge, Diplom-Designer, graumeliertes Haar, Vollkragenpullover. Dass man viel mehr erreichen kann, dass wir mit gut gestalteten Lösungen, die für alle einen Mehrwert bieten, natürlich viel weiterkommen. Was einen hoffnungsvoll stimmt, ist einfach, dass viele dieser Gedanken in internationalen Frameworks, in Gesetzen, in Ausschreibungstexten auf einmal auftauchen. Da hat EDAT einen großen Beitrag auch zu geleistet. Wir erleben es an Universitäten, dass in Lehrveranstaltungen auf einmal das Thema auftaucht, dementsprechend auch wieder Einreichungen von Studierenden bei unserem Award mit dabei auftauchen. Umso stärker wir mit den Bildern, die wir liefern, mit den Geschichten, die wir drumherum erzählen, auch zeigen, es kann anders aussehen, umso mehr begeistern wir. Die EDAT zeichnet besonders gelungene Projekte aus, wie etwa das Programm bei Anruf Kultur. Durch gesprochene Führungen übers Telefon werden so Museumsbesuche für Menschen mit Sehbehinderungen erlebbarer. Aber auch Menschen ohne Einschränkungen konnten über diesen Service während der Pandemie Kulturangebote nutzen, als die Einrichtungen verschlossen waren. Wie funktioniert das im Internet? An den Programmierern liegt es meistens nicht. Wenn wir mit denen sprechen, sagen die, da kann man alles machen. Es wird meistens in Prozessen einfach vergessen, dass es vernünftige Bildbeschreibungen gibt, dass man bestimmte Sachen auch mit auf der Internetseite einfach anbietet. Gebärdensprache, leichte Sprache, ähnliche Sachen. Und welche Rolle spielt bei den Dingen, die Sie genannt haben, die Sprache, dass wir sehr, sehr klassifizieren? Dann nehmen wir das Beispiel Behindertentoilette. Da ist direkt der Stempel drauf, aber wenn ich Sie richtig verstehe, müsste das so gar nicht sein. Wenn wir eine Toilette als Behindertentoilette titulieren, verschließen wir uns eigentlich für ganz viele andere interessante Nutzungsweisen. Das fängt ja an von der Familie, die den Wickeltisch, der da drin vielleicht montiert ist, mitnutzen kann. Es geht um ältere Menschen, die vielleicht mit dem Rollator oder mit der Gehhilfe dort reingehen. Es ist erstmal de facto ja eine größere Toilette. Und wenn wir mit den Worten so ein bisschen da rauskommen, kommen wir auch zu besseren Lösungen. Um so die Welt zu retten. Zumindest ein bisschen. Tim, Geste mit Daumen und Zeigefinger. Apropos, ich frage mich, wohin es meine liebenswerte Weltretterin verschlagen hat. Was machen die Recherchen? Tim chattet mit Sarah am Smartphone. Eine Bahn fährt ein. Hauptbahnhof. Sarah wartet. Sie tippt auf ihrem Smartphone. Will zur Republika. Klar, Integration ist der Schlüssel. Ein gelungenes Beispiel waren die Special Olympics World Games in Berlin. Die Hauptstadt war Gastgeber für das größte Sportfest für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung mit 7000 Teilnehmern. Bilder, Eröffnungsfeier. Die Weltspiele sollen sie in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken. Dort, wo sie ihren berechtigten Platz haben. Aber Teil der Wahrheit ist auch, dass weniger als 10% der Menschen mit geistiger Einschränkung Sport machen können, weil es in Deutschland zu wenig Angebote in den Vereinen gibt. Die Hürden sind also noch sehr, sehr groß. Bahn hält an. Barrierefreie Zugänge wie diesen hier finden wir tatsächlich noch nicht überall. Wie weit wir in Deutschland mit diesem Thema sind, wo es hier und da dann doch noch ein bisschen hakt
Und was wir alles besser machen können, das erfahre ich jetzt von unserem Veränderer Raoul Krauthausen. Raoul Krauthausen, kleinwüchsig, im Rollstuhl, Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, Brille und Mütze. Da wirkt sich ganz klar die Erkenntnis, dass es nicht mehr nur reicht, über Behinderung zu reden und alle nicken zu lassen. Ja, ja, schon ein wichtiges Thema, aber das machen wir dann vielleicht ein andermal. Das Problem. Die unangenehmste Frage, die wir uns alle stellen sollten, ist, warum habe ich so wenig Freunde mit Behinderung in meinem Umfeld, obwohl jeder Zehnte in unserer Gesellschaft eine Behinderung hat. In Deutschland wird immer noch ganz stark aussortiert. Deutschland ist Weltmeister im Aussortieren von behinderten Menschen. Die Ausreden. Die häufig genannte Ausrede ist, für behinderte Menschen sei man nicht ausgebildet. Da denke ich immer, naja, Eltern von behinderten Menschen waren ja vorher auch nicht ausgebildet. Wo kommt diese Anmaßung her? Die Kritik. Die Kritik des Titels richtet sich ganz klar an die Mehrheitsgesellschaft, aber vor allem auch an Verantwortliche, also an Menschen, die Gesetze machen. Raoul fährt auf seiner Mobilitätshilfe. Mein Name ist Raoul Krauthausen, ich komme aus Berlin und bin Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Ich bin ein Aktivist, der so lange nervt, bis er das Gefühl hat, die Situation hat sich verbessert. Es ist Diskriminierung, wenn ich als behinderter Mensch nicht in der Lage bin, spontan mit der Bahn zu reisen, weil man dafür eine Mobilitätshilfe braucht und die ist halt nicht spontan verfügbar. Wir haben vor fast 20 Jahren eine Organisation gegründet, die nennt sich Sozialheldinnen. Wir bestehen aus Menschen mit und ohne Behinderung, wobei behinderte Menschen vor allem auch in Führungspositionen sitzen sollen, wo wir versuchen, mal das ganze Thema aus der Perspektive der Betroffenen zu beleuchten. Eines unserer bekanntesten Projekte ist die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, wo wir BürgerInnen und Bürger, meistens Betroffene, in die Lage versetzen, ihre Nachbarschaften zu bewerten. In der Hoffnung, dass dann irgendwann die Geschäfte und Cafés und Restaurants von selbst auf die Idee kommen, dass es ja ein Manko ist. Bild von Homepage. Ein anderes Projekt, das wir gebaut haben, ist tvfüralle.de. Das ist eine Online-TV-Zeitschrift. Wir zeigen das aktuelle lineare Fernsehprogramm an, sagen aber eben auch, welche dieser Sendungen Untertitel und oder Audiodeskription haben. Kamerafahrt auf Raoul. Eine häufig gestellte Frage, die ich inzwischen nicht mehr hören kann, ist die Frage, Herr Krauthausen, wie weit sind wir denn mit der Inklusion in Deutschland? Und ich finde, das ist grundsätzlich die falsch gestellte Frage, weil sie ein bisschen suggeriert, dass man eigentlich erwartet, dass das Thema irgendwann abgehakt ist. Inklusion ist Menschenrecht. Um die Frage trotzdem zu beantworten, Deutschland bescheiden, dass es innerhalb Europas hinteres Mittelfeld ist. Und das, obwohl wir eines der reichsten Länder der Welt sind. Und es eigentlich eine Schande ist, dass wir uns beim Thema Mensch mit Behinderung, Barrierefreiheit und Inklusion einen schmalen Fuß zu machen scheinen. Kamerafahrt Bücherregal. Raoul stellt sein Buch ins Regal. Luftaufnahme Berliner Fernsehturm. Veränderer. Sarah auf Republika. Ballons, der Grund, warum ich hier bin. Sarah Danke. Schnappt sich einen gelben Ballon. Wir können gehen, ich hab alles. Digitalität kann Türen öffnen. Unsere vernetzte Welt bietet so viele Chancen. Erst recht durch künstliche Intelligenz. Das wird hier auf der Republika, dem Festival für digitale Gesellschaft, heiß diskutiert. Mann am Rednerpult. Wie hat es Stephen Hawking, aka der schlauste Mensch der Welt, einmal so passend formuliert? Die Entwicklung der KI kann entweder das Schlimmste oder das Beste sein, was uns Menschen jemals passiert ist. Kamerafahrt Auditorium. Wie weitsichtig Hawkins war. Denn künstliche Intelligenz ist am Ende des Tages immer auch fehleranfällig, weil sie menschengemacht ist. Oder wenn man Tims Buch liest, vielleicht sogar männergemacht. Unsichtbare Frauen, Autorin Caroline Criado Perez. KI-gesteuerte Programme können komplexe Berechnungen erstellen, Kunst kreieren, Lieder produzieren, aber die neue Technik hat auch ihre Nachteile und kann sogar richtig gefährlich werden, beispielsweise für Frauen. Grund dafür sind Datenlücken. Denn obwohl es die Sicherheit heißt, haben Männer den wohl größeren Nutzen. Nehmen wir zum Beispiel die Medizin. Empfehlungen über die Medikamentenzunahme basieren in der Regel auf Daten aus klinischen Studien.
Und genau diese werden von Männerdaten dominiert. Als Frau kann man also unfreiwillig übertherapiert werden. Bei Autounfällen erleiden Frauen zu 47% öfter eine Verletzung als Männer, weil in der Regel Daten von Crashtest-Dummies mit männlichen Durchschnittsmaßen dominieren. Weibliche Puppen gibt es, sie werden aber selten genutzt, auch weil es keine Vorschriften gibt. Noch gefährlicher ist es im Straßenverkehr für Frauen mit schwarzer Hautfarbe. Autonom fahrende Autos, die bei der Steuerung auf Technologien wie Gesichtserkennung und Hautfarbe zurückgreifen, erkennen weiße Menschen eher, weswegen es um 50% mehr Unfälle mit schwarzen Frauen gibt. Und bleiben wir beim Auto, Spracherkennungssoftware reagiert hier eher auf Männer als auf Frauenstimmen. Denn, ihr ahnt es, die Datenbanken sind eher mit männlichen Stimmen gefüttert. So sind die Daten, die ja Grundlage für die Algorithmen sind, auf alle Fälle nicht demokratisch. Die sogenannte geschlechterbezogene Datenlücke klafft auch in vielen anderen Bereichen auseinander. Das legt nicht nur das Buch Unsichtbare Frauen schonungslos offen. Auch bei Suchmaschinen gibt es eine Schieflage. Google spuckt bei einer Anfrage von über 45 Berufsgruppen deutlich mehr Männer aus. Frauen sind unterrepräsentiert. Auch deshalb stehen viele dem Einsatz von künstlicher Intelligenz eher kritisch gegenüber. 42% der Menschen in Deutschland haben Sorge, dass die neue Technik andere ausgrenzen kann. Wir sehen, die ethischen Standards der Digitalisierung sind noch ausbaufähig. Wir sollten aber eins nicht vergessen: Auch Algorithmen werden von und durch Menschen gemacht. Und da müssen wir ansetzen. Heute retten wir die Welt. Ein bisschen Luftaufnahme Spree. Eine gerechte, vorurteilsfreie digitale Welt scheint aktuell leider nur in der Theorie wirklich zu existieren. Aber warum ist das so? Und was können wir im Konkreten dagegen tun? Das erfahre ich vom Mitbegründer der Forschungsorganisation Algorithm Watch, Matthias Spielkamp. Matthias, erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für uns. Wer seid ihr? Wir sind Algorithm Watch und wir haben uns entschieden, dass wir uns darum kümmern wollen, dass es sogenannte automatisierte Entscheidungssysteme gibt, die wir kontrollieren müssen. Was ist das? Naja, zum Beispiel die Schufa, die ja in Deutschland fast jeder kennt. Ja. Da werden Algorithmen dazu verwendet, um Scores, also Bonitätsprüfungen festzustellen, mit denen man dann darüber entscheiden kann, ob man einen Handyvertrag bekommt oder ob man einen Kredit bekommt. Grundsätzlich können automatisierte Entscheidungssysteme äußerst nützlich sein. Doch lauert hinter solchen Prozessen auch eine große Gefahr. Ein gutes Beispiel ist, Amazon selber hat mal ein System erstellt, bei dem sie gesagt haben, wir möchten jetzt automatisiert Personal auswählen für Beförderungen bei uns im Unternehmen. Und dieses System hat dann in erster Linie Männer vorgeschlagen. Warum? Weil der Trainingsdatensatz eben die Information war von Amazon und wie das in der Vergangenheit war. Und da hat sich eben ergeben, dass hauptsächlich Männer befördert worden sind in höhere Positionen. Das heißt, das System hat eigentlich nur diese Verzerrung übernommen und wiedergespiegelt. Man muss fairerweise sagen, Amazon hat das nicht eingesetzt. Die haben das festgestellt und haben dann gesagt, das sollten wir nicht verwenden. Wir selbst sind also in gewisser Weise das Problem und die KI fördert unsere Probleme nur zutage. Es braucht also eine ethische Betrachtung und da kommt sie ins Spiel, Dorothea Winter. Als Philosophin sind Ethik und KI ihre Kernthemen. Würdest du denn sagen, dass KI unser Leben einfacher macht? Auf jeden Fall. Es gibt so viele repetitive Aufgaben, die eben durch KI übernommen werden können. Und dahingehend, glaube ich, bietet es so viele Möglichkeiten, dass eben viele Prozesse demokratisch gestaltet werden können und so dann barrierefreier werden für alle Beteiligten. Und von daher glaube ich auf jeden Fall, KI kann und wird unser Leben einfacher machen. Wir müssen also aktiv werden, um die automatisierten Entscheidungen in die richtigen Bahnen zu lenken. Damit KI ethisch und diskriminierungsfrei wünschenswerte Ergebnisse erzielt. Nur wer steht dafür in der Verantwortung? Wichtig ist die Politik. Das heißt, es müssen Gesetze gemacht werden. Ja, es müssen ganz konkrete Gesetze gemacht werden, die dazu beitragen, dass es Transparenz gibt und Auskunftspflichten, aber zum Beispiel auch die Möglichkeit für Leute, gegen diese Entscheidungen vorzugehen. Und wichtig ist da auch, es reicht keine nationale Politik, sondern KI ist immer global vernetzt und weltweit. Und von daher müssen wir es auch immer international betrachten. Puh, das klingt nach einer ziemlich großen Herausforderung, vor der wir alle stehen. Alle gemeinsam. Wo, denkst du, sind wir so in 10, 15, 30 Jahren? Ich glaube eben, es werden viele Prozesse automatisiert, von denen wir heute nicht mal denken würden im Ansatz, dass sie automatisiert werden können. Aber ich will da auf keinen Fall mit in dieses Klagelied mit einstimmen, dass wir komplette Knechte der Technik werden.
Das glaube ich gar nicht, weil wir Menschen, wir wollen kreativ sein, wir wollen miteinander interagieren. Und in diesen Bereichen, da wird KI uns nichts wegschnappen. Glaubst du denn, dass wir es irgendwann schaffen werden, eine faire digitale Welt zu erschaffen? Wir werden keinen Algorithmus finden, der unsere Gesellschaft gerecht macht. Wir werden aber vielleicht dazu beitragen können, mit unserer Arbeit, dass sie nicht so ungerecht wird, wie sie würde, wenn zum Beispiel die großen Technologieunternehmen und andere bestimmen könnten, wie unser Alltag aussieht. Davor müssen wir uns schützen. Klar scheint, künstliche Intelligenz braucht in der Programmierung mehr Vielfalt. Um nicht länger alte Stereotype zu bedienen und so bestehende Ungerechtigkeiten und Diskriminierung weiter voranzutreiben. Nur so kann es eine gerechte und auch inklusive digitale Welt geben. Sarah mit Ballon. Heute retten wir die Welt ein bisschen. Die Schnelligkeit im Innovationssektor stellt die Unternehmen aus der Technologie- und Telekommunikationsbranche vor große Herausforderungen. Tim im Foyer. Die Deutsche Telekom ist sich dieser Verantwortung bewusst. Digitale barrierefreie Angebote wie die DEF-Hotline, ein videobasierter Live-Chat mit Gebärdensprache, werden bereits seit 20 Jahren angeboten. Absehbar sollen alle Produkte und Dienste barrierefrei nutzbar sein. Künstliche Intelligenz wird hier, wie auch in vielen anderen Bereichen, eine große Rolle spielen. Umso wichtiger ist der richtige Umgang mit der Technik. Darum kümmert sich bei der Telekom Marie von der Gröb. Mitte 40, schulterlanges blondes Haar, schwarzes Oberteil, Halskette. Was bedeutet digitale Ethik? Welche Chancen und Risiken birgt die Digitalisierung? Beide sitzen. Und bei der Telekom haben wir uns schon vor vielen, vielen Jahren mit diesem Thema befasst und haben schon im Jahr 2018 Leitlinien für digitale Ethik im Umgang mit künstlicher Intelligenz veröffentlicht. Zum Ersten bedeutet es natürlich, dass wir uns an die Regeln halten müssen, dass wir Gesetze und Vorgaben einhalten müssen. Aber wir gehen auch ein Stück weiter. Logo Telekom. Respekt und Integrität sind für die Telekom mit ihren über 80.000 Mitarbeitenden in Deutschland elementare Unternehmenswerte. Genauso wie die Themen Aufklärung und Prävention. Das gelingt unter anderem durch gezielte Trainings. Weitere Herausforderungen sind natürlich, dass bei so einem Thema ganz, ganz viele verschiedene Abteilungen im Konzern gemeinsam arbeiten müssen. Beispielsweise als jetzt ChatGPT rauskam, war es möglich, sehr kurzfristig einen Handlungsrahmen zu erarbeiten für unsere Mitarbeiter, in dem klar definiert war, darf ich ChatGPT nutzen, woran muss ich denken, wenn ich ChatGPT nutze, welche Risiken, welche Herausforderungen sind damit verbunden. Das geht eben nur, wenn man sehr stark crossfunktional zusammenarbeitet. Mit klaren, verständlichen Regeln schafft die Telekom ein Werteverständnis, das sich auch in der Entwicklung neuer Produkte wiederfindet. Wie neutral kann denn dann KI sein, wenn man es dann benutzt? KI tut ja nur das, was der Mensch ihr beigebracht hat. Die größte Abhängigkeit sind die Trainingsdaten, die dort eingespielt werden. Und jede Bias, jedes Vorurteil, das in den Daten verankert ist, wird natürlich dann auch von der künstlichen Intelligenz so übernommen. Ich glaube, dass wir als Menschen es schaffen werden, die KI in die richtige Richtung zu lenken. Welche Chancen hat das denn, dass die digitale Welt, dass die immer schneller sich weiterdreht, aber auch welche Herausforderungen? Wie sehen Sie das? Also ich finde es schön, dass Sie die Chancen ansprechen, die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung künstlicher Intelligenz bieten. Ja, wenn man an die Medizin denkt, wenn man an den Klimawandel denkt, wenn man auch ans Thema digitale Teilhabe denkt. Und da ist das Thema Digitalisierung ja großartig, wenn man sich überlegt, was in der Pandemie passiert wäre, wenn wir keine digitalen Tools gehabt hätten und die Leute noch mehr alleine isoliert zu Hause gesessen hätten. Wichtig ist eben, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Diese Verantwortung bleibt auch immer beim Menschen. Also man wird nie das Supertool haben, das einem das Denken abnimmt. Das muss uns auch klar sein. Ganz wichtiger Satz. Und deswegen sitzen wir ja auch hier und reden genau über dieses Thema, um auch aufzuklären, zu informieren, damit man besser damit umgehen kann. Heute retten wir die Welt. Ein bisschen. Jetzt bin ich aber gespannt, was Sarah alles erlebt und erfahren hat. Zusammen wollen wir unseren Tag in Berlin ausklingen lassen. Treffen sich auf einer Brücke. Na? Hey, da bist du ja wieder. Ja. Wie war's? Es war gut. Ja. Aber ich muss zugeben, dass mir bis dato nicht bewusst war, dass wir immer noch in Alltagssituationen viele, viele Personengruppen ausschließen. Total, oder? Ja. Auch bei der KI habe ich gelernt, dass es eine wahnsinnige Errungenschaft ist. Da geht noch so viel mehr, aber auch da werden Menschen ausgeschlossen. Und dass das in Zukunft nicht mehr so viel passiert, darauf trinken wir jetzt. Ja. Und auf das, was alles schon gut läuft, denn so ein bisschen haben wir ja schon die Welt gerettet, oder? Würde ich auch sagen. Sarah und Tim stoßen mit einem Glas Wein an. Heute retten wir die Welt. Ein bisschen.